Weißt du noch, wie dein erster Schultag war? Alle hatten sich auf dem Schulhof aufgestellt, es gab eine große Feier. Du hattest deine Schulranzen, wo deine ganzen neuen Schulsachen drin waren. Du hattest eine Schultüte mit Spielzeug, mit Süßigkeiten, mit noch mehr Schulsachen. Und du fandest es gut. Jetzt stell dir mal vor, du könntest das jedes Jahr haben. Also vielleicht nicht mit Schultüte und mit Schulfeier und mit einem neuen Schulranzen, aber du könntest jedes Jahr im Prinzip dieses Gefühl haben, wie am ersten Schultag in der ersten Klasse. Und das Ganze funktioniert ganz einfach. Du gehst hin und kaufst dir neue Sachen. Du musst dir halt auch überlegen, nach so einem Schuljahr, wenn du wirklich konzentriert gearbeitet hast, dann sind die Sachen manchmal durch. Bleistifte, Radiergummi, Filzstifte oder Buntstifte, Hefte, die sind irgendwann halt eben verbraucht. Es sind Verbrauchsmaterialien. Und stell mir vor, du gehst hin und machst Back-to-School-Shopping und machst dir sowas wie eine eigene Schultüte jedes Jahr aufs Neue. Natürlich der Hinweis, du wirfst die alten Sachen nicht weg, sondern du behältst sie zu Hause. Du kannst mit alten Bleistiften auch immer noch zu Hause arbeiten. Aber in der Schule, da wo du wirklich arbeiten musst, da brauchst du natürlich vernünftiges Material. Das ist so wie der Chirurg, der mit dem gebrauchten Skalpell auch nicht operieren kann. Und ich verspreche dir, wenn du das ordentlich machst, dann wirst du viel fröhlicher ins neue Schuljahr starten. Ich glaube auch, dass das im Kopf so einen Schalter umlegt und dass du sagst, ja, eigentlich ist ja ganz schön. Und es ändert auch so ein bisschen die Sicht von, ich brauche das, weil sonst mir die Lehrer auf die Nerven gehen, sondern ich brauche das, um zu arbeiten und um was Neues zu lernen. Und so dieser Geist, den du auch als Erstklässler irgendwo hattest. Man geht in die Schule, um was zu lernen. Man geht in die Schule, um schreiben zu lernen, lesen zu lernen, rechnen zu lernen. Und dafür braucht man den Kram. Das ist für einen Erstklässler total logisch. Und irgendwann verliert man das so mit der Zeit, weil man halt eben auch natürlich merkt, Schule ist auch anstrengend. Wenn du dir dieses Gefühl so ein bisschen wieder zurückholst, dann hast du halt auch irgendwo vielleicht wieder ein bisschen mehr diesen Geist. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann bastel dir deine eigene kleine Schultüte und geh shoppen. Das kann man auch an den ersten Schultagen noch machen. Viel Erfolg im neuen Schuljahr. Wir starten durch. Bis zum nächsten Mal. Das war's von den Lernsnacks.